Willkommen zurück zu einer weiteren zerstörerischen Folge Avatar Frontiers of Pandora. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde, bewerten, kommentieren gegen die Bots, vielleicht mal versuchen, die Bots irgendwie mit Waffengewalt bezwingen. Holt eure Knarren raus, ballert sie weg. Zeigt den Bots hier, dass hier noch wahre Menschen sind. Echtes Fleisch. Alright. Ich zieh das Ding. Bitteschön. Mal noch eine Kleinigkeit essen. So, hier gibt's noch Granados. Daylan, was ist los? Okay, warte. Ja. Warte eine Sekunde, um auf das System zuzugreifen. Boah, da oben geht's rund. Da oben geht's... Alter, was war das? Was war das denn? Ein Schuss und ich war so gut wie tot. Okay, ich brauch das Baby hier. Oh, wow, 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 wow. Alter, was ist das? Was ist das hier für eine Nummer? Irgendwas bombt so heftig rein, dass ich instant tot bin. Und ich weiß nicht von wo. Marana He kreisen am Himmel. Bis sie zuschlagen. Daylan, kannst du die Türme ausschalten? Die Antenne ist hinter der Brücke. Können wir das Signal blocken? Geh klar. Das ist ja gnadenlos, die Stelle. Oh, ich zieh den Hebel. Was trifft mich hier so böse? Ich meine, ich bin ja wirklich instant tot. Und es ist nichts von oben. Ey, ich bleib jetzt hier in der Ecke und chill. Daylan, was ist los? Okay, warte. Ja. Brauch eine Sekunde, um auf das System zuzugreifen. So, hier hoch. Ey, das müssen die Kleinen sein. Wow, 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 wow. Okay, es sind auch die Großen. Oh mein Gott. Wie alles einfach in die Luft fliegt. Komm schon, geh drauf. Dankeschön. Oh, hier ist Heilung. Yes, baby. Das ändert alles. Das ändert alles. Oder ich zerschieße ihn. Ja, genau. Das geht auch. Wie kann der da oben immer noch leben? Wie kann der da oben immer noch leben? So, bitteschön, zerstört. Hier ist ein Backup. Versuche es zu öffnen. Es sind hier wirklich diese kleinen Dudes, die unendlichen Damage reinhauen. Die haben nichts mehr, die beiden da hinten. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, ich muss die Kleinen wirklich sofort wegholen, weil die ballern mir die Fresse weg. Oh mein Gott. Alter, das ist wieder ein neuer. Uff. Das ist irre. Da drüben ist noch Heilung. Oh, okay, der Kleine ist weg. Und der haut raus. Nein.
Als ob, der hat so viel Damage schon da hinten drauf bekommen, das hat ihn irgendwie null gejuckt gefühlt. Jetzt. Geschafft! Kontrolle der Flak-Türme ist jetzt lokal. Können am Terminal ausgeschaltet werden. Tschüss, Geschütze! Da ist Mercer. Was? Über dir, am Fenster. Mercer sieht zu. Ach ja? Gut. Er soll ruhig sehen, was passiert. Guck zu, Mercer. Guck zu. Sieh dir an, was passiert. Deine Festung geht unter. Oh, Johnny Boy. Mercer kommt hoch! Zum Rohrturm! Mal sehen, wer zuerst da ist. Danke. Ein Ersatzteil, nochmal eins. Wow, Alter. Mercer. Du alter Geizsack. Der geizt dir wirklich richtig rein. Bin ich allein hier? Ja, du und all deine Freunde wuselt da unten rum, veranstaltet Chaos. Du warst nie besonders diszipliniert. Aber Fortschritt lässt dich nicht aufhalten. Das nennst du Fortschritt? Mercer! Das nennt er Fortschritt. Roger! Okay. Gibt's hier noch irgendwas Spannendes? Heilung? Feuer? Jede Menge Feuer? Au! Boah, ey! Sprengkommando! Einmal hier durch. Uff. Er steht dann neben der Explosion, juckt die Null. I don't give a. Mercer ist unterwegs dorthin! Ich folge ihm! Oh, 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 oh. Ich komm nicht durch. Boah, wäre ich jetzt wieder abgekratzt, wäre ich wahrscheinlich wieder ganz am Anfang gewesen. Ich weiß, den Anfang haben wir auch im letzten Video drin. Aber ich habe das Spiel geladen, weil ich gedacht habe, ja, irgendwann wird es ja schon mal speichern. Aber ja, die Checkpoints sind hier sehr, sehr unschön stellenweise. Und ich finde es eh irgendwie weird, dass man kein freies Speichern in solche Spiele einbaut. In so ein riesiges Open-World-Game hast du kein freies Speichern. Ich hatte schon Situationen, wo ich dann halt echt richtig viel so nebenbei Fortschritt verloren habe, weil es einfach nicht speichert. Dann schauen wir mal. Überall wird man angeseucht. Wie ich ihn einen wieder nicht treffe. Diese kleinen Dudes, ne?
Steht der eine da hinten immer noch? Respekt, Alter. Respekt. Ist da oben gerade ein Navi rumgesprungen oder was? Der Predator. So, wir sollen dem Förderband folgen. Von hier sind wir ja gekommen. Ja, wahrscheinlich irgendwie da unten rein. Oder auch nicht. Wo ist denn hier das Förderband? Der Förderladung. Ha. Ja gut, die einzige Tür, die aufgeht, ist die hier, aber von hier bin ich auch gekommen. Innerhalb des Questgebietes. Ach, die Dinger kann man zerlegen, war ich doch richtig. Die sahen erst so unzerlegbar aus. Dann wiederum immer los. Vergeude deine Munition. Warum bist du noch hier? Ich würde meine hart erkämpfte Freiheit ja genießen. Hast dich wohl an Metall und Glas gewöhnt. Findest es draußen ätzend? Packst es nicht. Du kommst zu diesen Orten zurück. Zu mir. Das lasse ich nicht zu. Ich werde die Ladung aufhalten. Geh lieber, solange du noch kannst. Ach ja? Harding ist weg. Die Na'vi zerstören deine Basis. Du bist allein. Und du wirst hier verrecken. Dein Drecksmond wird dich verschlingen. Warum ist der eigentlich so psycho drauf? Also so weird psycho drauf. Wo geht der hin? Nach unten. Zur Startkammer. Unterwegs! Tut so, als wäre ich irgendwie, als hätte ich so Vaterkomplex oder sowas. Dabei ist es ja nicht mal ansatzweise der Fall. John Mercer, wenn ihr diese Ansage hört, heißt das, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Auf der richtigen Seite zu stehen, etwas zu bewirken, standhaft zu bleiben und nicht wie ein Feigling zu fliehen. Ganz Pandora mag mit uns hier drin sein. Die Hölle hat ihre Pforten geöffnet. Doch die Hölle bietet auch Chancen. Aha. Diese Förderladung wird die Region zum Pandoras machen. Euch winkt eine Gehaltsbelohnung. Was? Jetzt gibt's mehr Gehalt? Oh, hätte ich das mal gewusst, du. Du kämpfst noch wie ein wildes Ding. Ein Löwe, der sich gegen den Käfig wirft. Weißt du, warum die Clans dich hierher kommen ließen? Sie wissen, dass es vorbei ist. Ihr könnt nicht gewinnen. Wissen sie, wie du alle hängen gelassen hast? Was für eine Enttäuschung du warst. Wie du Schmerzen und Leid angezogen hast. Du hast sogar deine Schwester sterben lassen. Was willst du hier ausrichten? Ich will dir auf die Fresse geben. Das will ich hier ausrichten. Ich will dir hart auf die Fresse geben. Vorschriften für Gefahrstoffe der Schiffe. Ich bin bei der Ladung. Sie wird wohl betankt. Was? Daylan, ich höre dich kaum! Die Tanks nutzen! Kannst du mich hören? Zerstör die Tanks! Boah, Alter! Die Sniper-Grenade! Was soll ich zerstören? Irgendwelche... Okay, ich glaube, das ist schon mal zerstört. Mir das. Nehmen wir mal wieder mit. Vielleicht noch nützlich. Mies.
Boah, Alter. Boah, diese Power Grenades. Diese Power Grenades. So, wie läuft's hier? Wie kriege ich jetzt hier wieder die Luke auf? Irgendwie gar nicht, hä? Oder muss ich warten, bis er seine Arme da dran hängt? Warte mal. Höhere Gegner. Mach das jetzt auf. Ja. Komm schon. Yes. Was dein Problem ist? Du? Lass es mir sicher sagen. Du bist schwach. Dieser kleine Wutanfall wird dir gar nichts bringen. So beschränkt, weil es dir an Vorstellungskraft mangelt. Alter, was geht da ab? Wow. Diese Drecksviecher schießen hier wirklich durch. Komm schon, schneid es endlich ab! Frisst durch! Lassiere Feind! Uff, 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 uff. Kein Sichtkontakt mehr. Doch, Muni. Wo ist der? Ziel verloren. Zurück. Ich wollte mir hier ein bisschen Heilung. Weg von mir. Ey, du kommst ja nicht mal dazu, dir ein bisschen Heilung zu sichern. So. Reparieren die das? Boah, ich hab keine Muni. Das ist nicht gut. Komm schon. Ja. Du bist siegessicher? Ich kann die Sprengladung manuell steuern. Wen kümmert der Staat? Wir sind hier tief genug unten. Die Ladung geht ebenso gut hoch, wo sie jetzt ist. Ich kriege dieses Öl. All deine Mühen waren nichts als kleine Unannehmlichkeiten für mich. Ich beende es selbst. Aber das wirst du nicht erleben. Aha. Nicht, wenn mein Freund hier mit dir fertig ist. Welcher Freund? Wer kommt jetzt? Oh mein Gott! Ich hätte gerne noch irgendwie Bazooka. Nee. Wir haben ja gar kein Damage. Blütenelle, du musst alle zurückbeordern. Was? Wie besiegt man den? Du musst alle zurückbeordern. Jetzt! Hörst du mich? Seelen sagt etwas über die Förderladung. Blütenelle, ich... Ein Signal. Blütenelle!
Okay, das tut weh. Wow. Autsch. Komm schon. Ich würde gerne mal hier oben dieses Ding vernichten, aber irgendwie... Irgendwie wird's nix. Nochmal die Knarre hier. Oh mein Gott! Warum springe ich eigentlich die ganze Zeit? Was ist das? Ach so, hier die Luft. Dampf. Ja, ich glaube, ich habe ihn, oder? Daylan, hast du Mercer gehört? Yes. Er macht sich an der Steuerung zu schaffen und will es auslösen. Was? Wie eine Bombe? Kannst du es stoppen? Nicht von hier. Vielleicht. Vielleicht was? Du könntest die Ladung aus dem Kontrollraum heraus anheben. Zurück zur Basis. Oh, hier ist Heilung. Alle zurückrufen! Die letzten RDA-Leute sind geflohen. Die Clans feiern. Das musst du sehen. Ich kann die Ladung nicht stoppen. Sie wird explodieren. Aber die Zerstörung? Nur diese Basis. Ich bring sie nach oben. Bist du bei einem Ausgang? Ich gehe nicht ohne Daylan. Heldenhaft, Alter. Richtig heldenhaft. Nicht ohne meinen Daylan. Jetzt muss ich aber beeilen, denn hier geht wirklich alles vor die Hunde. Schon krass, wie gigantisch die Base hier ist. Boah, schnell hier durch. So. Okay, wir brauchen Schlüssel, ne? Ohne Schlüssel geht hier gar nichts. 30 Sekunden ist ja nur aktiv, so viel Zeit hast du ja im Gesamten. Auch ein bisschen unlogisch. Daylan, die Ladung kommt jetzt hoch! Nein, wir verschwinden hier gemeinsam. Schon gut. Ich muss es tun. Ich muss. Ich kann ihn aufhalten. Für uns alle. Daylan! Jetzt wird's super dramatisch. So entschlossen. Hättest du nicht erwartet, was? Du steckst voller Überraschungen. Hast viel bei mir gelernt. An die Navi anzupassen. Einer von ihnen zu sein. Ich bin Navi. Und hast hartnäckig dein Ziel verfolgt. So, wie ich es dir beigebracht habe. Eine Schande, dass du jetzt versagst. Aber mein Programm war ein Erfolg. Du bist der Beweis. Und mit dem Gedanken wirst du sterben. Tja, mit dem Gedanken, ein Produkt zu sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.